Howdy Leute und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3. Wir stehen immer noch hier vor dem grünen komischen Tor und ich würde mal sagen, wir werden jetzt das Geheimnis hinter diesem Tor lüften. Die Natur der Erinnerungen. Taylor. Oder genauer gesagt, ihre schlüpfrige und manchmal rein subjektive Natur. Oh nein. Es haben unzählige Studien in Bereichen wie Hypnotherapie und NLP deutlich gezeigt, dass der menschliche Verstand leicht formbar und verdächtig ist. Na, na, na. Vielleicht machen die uns das nicht. Nee, hey, so leicht kriegen. Okay. Okay. Die Dunkelheit und Isolation fanden schließlich ein Ende. Plötzlich machte ich neue Erfahrungen. Ich sah Streit. Ich sah Leid, ich sah Schmerz. Und ich sah einen Ausweg. Eine Mission. Wir brauchten Antworten. Wir brauchten einen sicheren Ort. Wir mussten den vereisten Wald finden. Der vereiste Wald war mal ein neues, würde ich sagen. Das Alims beschissene Therapiesitzung für die Testsubjekte des Projekts. Das ist nicht der vereiste Wald. Du wehrst dich noch immer. Trotz all seiner Verwirrung wollte Corvus uns doch immer nur helfen. Okay. Sie ist tot. Aber du kannst es schaffen. Du kannst ewig leben. Du musst nur noch ein bisschen länger durchhalten. Wenn wir auf den zentralen Server kommen, kannst du dein DNI mit einem Masterbefehl löschen. Wir können dieses Ding ein für alle Mal erledigen. Okay, hoffen wir es. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Mache ich. Entspanne dich. Kein Problem. Ja, das Lass geht weniger. Die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Ja, der Frieden ist immer so eine Sache, würde ich sagen. Gut. Ihr merkt ja auch, wie still ich bin, Leute. Das ist wirklich. Sie strömen sehr über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen, dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Und ich weiß, der Vergleich ist jetzt vielleicht. Okay. Denke an einen sicheren Ort. Weil der Vergleich ist jetzt. Ja, denke an alles Mögliche. Im Vergleich ist das vielleicht ein bisschen blöd, aber irgendwie. Irgendwie erinnert mich das ein wenig bisschen an Digimon gerade. Ein paar Sätze haben mich so richtig dran erinnert. So weiß ich jetzt auch nicht. Aber irgendwie so manche Sätze, da denkt man sich so, ja klar. Vor allem denke ich mir gerade, was geht hier ab? Okay. Halt einfach durch. Ja, dabei, Taylor, aber das ist nicht so leicht, wie du denkst.
denn jetzt los? Wow. Du stehst auf einer Lichtung! Komm. Die Bäume Ach, nee. Um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Dir ist nicht kalt. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Richtig gut synchronisiert, finde ich irgendwie. Aber ein bisschen zu dick aufgetragen. Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Höre, wie es langsamer wird. Wow. Du machst es langsamer. Du hast die Kontrolle. Ruhig! In Frieden! Wo ist denn jetzt hier noch jemand? Doch, da ist noch einer. Seh den gar nicht. Der. Ja, das ist Taylor, das leuchtet mir ein, aber wo ist der Gegner? Okay. Sehr, sehr vorsichtig sein. Wer bin ich schon wieder zu lang? Okay, hier sind welche. Du weißt ja geil, was ich da vorhin gesehen habe. Wow. Ist da der? Oh oh. Die Strömung treibt uns fort. Wow. Okay. Bei jeder bahnbrechenden Forschung liegt auch in diesem Bereich das größte Hindernis in unserer Furcht. Wow. Wie weit wir gehen, sind allein unsere Sollte die Initiale halten, versuche am Menschen in jedem Bereich zu verbinden. So habe ich keinen Zweifel, dass Wissenschaftler Wie lang muss ich? Mit ungewissen Zielen. Das wäre eine Tragödie. Taylor. Gut, ich hab dich. Ach, nee. So, und das war's für immer. Hoffentlich. Je mehr wir nach dem vereisten Wald suchten, desto weiter schien er fort. Statt Antworten fanden wir hässliche Wahrheiten. Das Projekt, das mich geschaffen hatte, tötete Hunderttausende von Seelen. Ich wollte einen sicheren Ort finden. Für uns alle. Ich wollte den Tod besiegen. Aber es gab kein Entkommen. Der Tod war tief in jeder Seele verwurzelt, auf die ich traf.
Aber ich, Taylor, dazu bewegt zu schießen? Oder tat er es aus freiem Willen? Weißt du das? Das stimmt alles nicht. Ich habe diese Leute nicht umgebracht. Mit dem DNI sollte eigentlich alles besser werden. Stattdessen hat Corvus jetzt all diese Teile. Und es weiß nicht, was das ist. Und all dieser Lärm in meinem Kopf. Ich kann nicht denken. Wer bin ich? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Das ist deine letzte Chance! Zeig mir, was du drauf hast! Bekämpfe es! Bekämpfe es! Okay. Nur die Frage, was... Narra habe ich nicht. DNI löscht. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Okay. Du hast die Kontrolle. Lass dich weiter. So, wir müssen erst... Oh nein, ich muss hier wieder raus. Der Tod irgendwie. Du bist jetzt... Wie heißen Sie, Soldat? In einem vereisten Wald. Verdammt, wie heißen Sie? Taylor? Ja, Leute. Das scheint's gewesen zu sein. Ja, wir haben tatsächlich Call of Duty Black Ops 3 durch, Leute. Es ist unfassbar. Das Ende haut mich jetzt schon ein wenig um. Es haut mich zwar jetzt nicht so um, wie es bei manchen anderen Spielen oder wie das Ende von Call of Duty Ghost. Weil da, sagen wir mal ganz ehrlich, Leute, das Ende von Call of Duty Ghost, das war schon echt geil. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber gut, wir reden ja jetzt hier nicht über Ghost, wir reden natürlich jetzt hier über Black Ops 3. Ja, Black Ops 3, ein richtig geiles Ende, muss ich sagen. Könnte mir vorstellen, dass wir gar nicht tot sind, sondern dass wir noch leben. Also so, dass man vielleicht auf Black Ops 3 wiederum Black Ops 4 vielleicht aufbaut. Das könnte natürlich sein, so wie auch bei Call of Duty Ghost könnte es auch wieder... auf Ghost 2 konnte wie, also von, ja, ihr merkt, Leute, es ist spät, es ist mitten in der Nacht und ich bin mal wieder nicht auf Zack. Ja, jedenfalls, ja, wie finde ich Call of Duty Black Ops 3? Ja, Call of Duty Black Ops 3 ist prinzipiell ein richtig geiler Ego-Shooter. Es ist wieder wie jedes Jahr natürlich das gleiche. Wir ballern, es gibt einen Bösewicht und wir ballern und ballern und ballern uns zu Tode. Am Ende gewinnen wir natürlich immer. Von daher bleibt das Spielprinzip das gleiche. Ja, was mich jetzt hier bei Black Ops 3 extrem gestört hat, ist auf jeden Fall die Sache mit den ganzen Robotern. Also ich finde dieses ganze Zukunftssetting und alles, das übernimmt irgendwie die Überhand in letzter Zeit. Ich meine, gut, Call of Duty Ghost war, glaube ich, noch recht neutral.
bis auf die Raumweltschlachten. Das finde ich aber geil, also das fand ich geil. Call of Duty Advanced Warfare, da war auch schon ein bisschen mehr Zukunftssetting, aber war noch ein bisschen im Rahmen. Aber Black Ops 3 hat für mich persönlich den Vogel abgeschossen. Ich meine, ich weiß nicht, was sich dieses Jahr wieder für ein Call of Duty andeutet. Es könnte sein, dass vielleicht endlich wäre ja mal ein großer Traum von mir, wäre ja mal Call of Duty Black Ops, natürlich nicht Black Ops, sondern Modern Warfare 3. Also Modern Warfare 3, das würde ich mir wirklich wünschen. Und ich hoffe einfach nur, dass sie in Call of Duty nicht wieder, wenn sie dieses Jahr wieder eins rausbringen, was bis jetzt immer der Fall war, dass sie nicht wieder so viel Zukunftsscheiße machen und so viele Roboter. Ich würde mal wieder gerne mal in den Zweiten Weltkrieg mal persönlich wieder mal einsteigen oder vielleicht in den Vietnamkrieg. Das wäre für mich auch mal so ein wenig, was COD vor allem mit bisschen mehr Menschen, ein bisschen mehr Tiefgründigkeit und vielleicht auch mit einer etwas bewegenderen Geschichte, als dass da irgendwelche Soldaten jetzt von irgendeinem Virus heimgesucht werden. Ich meine, prinzipiell alles in Ordnung, Leute, aber irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen schlecht umgesetzt. Weil es doch ein bisschen zu viel auf dieses ganze Zukunftsding. Und irgendwie zwischendurch ist, kann ich es auch am Ende mal sagen, so zwischendurch muss ich zugeben, Leute, da habe ich manchmal so gedacht, nee, was ist das für eine Scheiße hier? Wo ist die Geschichte? Was hat das alles für einen Grund? Weil letzten Endes, der Grund ist alles ganz klar. Es ist einfach so, Taylor und die anderen wurden, ich sag's einfach mal, vergiftet von dem Virus. Und dadurch sind sie ballerballer geworden im Kopf. Aber die ganze Kampagne hat irgendwie keinen Hand und Fuß, meiner Meinung nach. Weil manche Sachen denke ich mir so, wieso labern die jetzt das? Oder warum ist das jetzt wichtig, dass diese Kampagne jetzt so abläuft mit den Levels? Ich finde auch, an manchen Stellen ist sie einfach zu lang gezogen. Und irgendwie alles so verwirrt auch. Soweit. Also eins ist, wir werden wahrscheinlich noch leben. Es kann sein, dass Call of Duty Black Ops 4 darauf aufbauen wird auf Black Ops 3. Wir werden es dann erfahren, sobald Black Ops 4 preisgegeben ist und man genauere Informationen hat, was aber ein paar Jahre wahrscheinlich dauern wird erstmal wieder, weil ich glaube jetzt entweder vielleicht wirklich Modern Warfare 3 oder ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass jetzt Ghost 2 erst kommt. Aber gut, vielleicht kommt ja auch was ganz anderes. Wir werden es dann herausfinden, wenn es angekündigt wird. Und ja, zum Abschluss kann ich eigentlich nur sagen, Call of Duty Black Ops 3 ist ein Spiel, was man spielen kann. Soweit, und es ist wirklich gut. An manchen Stellen fehlt es einfach an Tiefgründigkeit und an Ideen irgendwie, an Liebe auch ein wenig. Ich weiß nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll. Für mich persönlich ist Black Ops 3 ein gutes Spiel gewesen. Es hat mir Spaß gemacht. Soweit, und ja. Also ich fand's nicht schlecht, aber ich finde es jetzt auch nicht gerade über dem Maßen jetzt so, dass man jetzt wirklich sagen kann, wow, das ist ein Call of Duty Titel, den man jetzt nochmal spielen möchte, den man vielleicht 2-3 Mal spielen möchte. Aber von der Kampagne her, nee. Da ist alles so, nee. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden das Video hier. Ich hoffe, das Let's Play hat euch Spaß gemacht und wir werden uns auch im nächsten Let's Play sehen. Also, haut rein und vergiss nicht, besucht mich auf meiner Facebook- und Twitter-Seite, um immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Haut rein, Leute.